es geht nach meiner Einschätzung, und das behaupte ich schon seit langer, langer Zeit, geht es um was völlig anderes als um die Inflation. Es geht um den Kampf zwischen USA und China. Und für die Amerikaner ist das Zinsschwert das schärfste Schwert, das sie gegen China haben. Sie haben es genau zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt, bringen China in größte Schwierigkeiten. Ein technischer Analyst kann nie sagen, ob eine Unterstützung hält. Ich kann im Vorfeld gar nichts sagen. Ich kann aber im Vorfeld sagen, hey, da läuft was, und wenn das hält, dann buy on the dip. Noch vor den Zinssenkungen haben alle gesagt, die werden nie die Zinsen anheben, weil das können sich die Staaten gar nicht leisten. Dann hieß es, die werden sofort wieder senken. Und ich habe von Anfang an gesagt, werden sie nicht tun. Nein, die werden das höher ziehen und die werden das länger oben halten, als das im Moment in der Erwartung ist. Ich sage immer so Spaß, aber ein Charttechniker muss nichts wissen. Er muss nur die Regeln kennen. Ja? Da muss ich sagen, Leute, ich habe so viel Scheiß gebaut in meinem Leben an der Börse. So viele Fehlprognosen gemacht und so oft falsch gelegen, wie wir alle. Ja? Aber ausgerechnet bei Wirecard, wo ich sage, warte mal, Freunde, da war es eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich auch gleich, was da passiert ist. Ja, so richtig in Urlaubsstimmung ist der Markt gerade nicht. Das wird mal das Thema sein, was wir heute natürlich beleuchten. Und natürlich, wie gesagt, Dirk hat ja den Satz geprägt heute für die Sendung, dass die Börse mehr und mehr ein Casino ist. Ja, da werden wir natürlich mit ihm sprechen. Und Martin, du sagst ja, bearish, bullish, es ist kettisch, macht eh, was er will. Und ja, aktuell hat es ja fast den Eindruck. Also wir, und das geht uns ja allen so, und das muss man ja vorweg, bevor wir in die Diskussion gehen, mal festhalten. Wir, die in der Öffentlichkeit stehen und uns äußern. Von uns wird ja immer erwartet, dass wir Erklärungen finden, warum der Markt mal korrigiert und warum er steigt. Das ist irgendwie für Analysten natürlich eigentlich eine Katastrophe, weil es ist eine 50-50-Geschichte. Ja, es ist halt eben die alte Geschichte Huhn oder Henne oder Ei. Ja, oder wie bei uns, was macht nun die Kurse? Die Nachrichten, die Kurse, oder die Kurse, die Nachrichten? Das ist immer schwer auszubaldofern. Deswegen direkt an dich so die erste Frage. Ich meine, du hast ja eine bewegte Vergangenheit auch hinter dir. An der Börse bist lange, lange dabei und bist natürlich dafür auch bekannt, dass du immer klare Kante sprichst. Also, du hast eine Meinung, ja? Es gibt ja viele, also ich finde ja immer Hans Bernegger, finde ich großartig, ja? Aber er spricht und schreibt immer so, dass am Ende passieren kann, was will. Er liegt immer richtig. Das ist die hohe Kunst der Diplomatie. Hohe Kunst, große Kunst, ja. Absolut. Bin ich immer wieder fasziniert. Aber du bist jemand, der sagt, das ist so, wir haben es ja eingangs erwähnt, du sagst Peng, 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 ja, und natürlich stehst du dann auch immer in der Kritik? Wie gehst du damit um? Na gut, zum einen, du hast eine Meinung zum Thema. Ja? Und wenn die Börse eines lehrt, dann ist es die Demut. Das heißt, du kriegst dann am meisten auf die Schnauze, wenn du zu sicher bist. Und ich bin mir grundsätzlich nie sicher. Ich habe eine Meinung und sage, aus meiner Sicht sieht es so und so aus. Aber es ist immer die Demut dabei zu sagen, das muss nicht am Ende auch das richtige Ergebnis sein. Das muss nicht die richtige Sichtweise sein. Das ist meine. Für die habe ich meine Gründe. Und aus allem, was ich weiß, mit dem wenigen, was ich weiß, jeder von uns hat nur minimale Informationsmenge. Ja, ich habe immer so ein schönes Beispiel, das ich mal von einem Psychologen gehört habe. Wir haben um uns herum eine unglaubliche Menge an Informationen in dieser Sekunde. Milliarden von Informationen, die wir gar nicht wahrnehmen können. Radiostrahlung, Fernsehstrahlung, Handystrahlung, Infrarotstrahlung, weiß was ich was. Ja. Das heißt, unsere Sinne können nur einen ganz kleinen Teil der Informationen überhaupt aufnehmen. Und das sind immer noch etwa 11 Millionen Impulse pro Sekunde, die auf unsere Sinne einströmen. Und von diesen 11 Millionen ist unser Gehirn in der Lage, 40 zu verarbeiten. That's it. Das heißt, wie ein Insekt mit Facettenaugen siehst du einen winzigen Bruchteil der Welt. Und jetzt glaubst du allen Ernstes, dass du weißt, was passiert. An der Börse ist ja nicht anders. Ja. Wenn du die ganzen Informationen der Finanzmärkte zusammennimmst, was hier in diesem Augenblick an Informationen auf den weltweiten Finanzmärkten verfügbar wären, und wie viel davon genau weißt du? Ein 0, wie viel Nullen dafür dürfen sein? Ja, wir wissen nichts. Das Ergebnis ist, wir müssen aus dem bisschen, was wir wissen, versuchen, unsere Meinung zu bilden. So, jetzt anzunehmen, dass die Meinung, die ich mir daraus gebildet habe, absolut sicher richtig ist, ist ja lächerlich. Also, aber trotzdem musst du ja irgendeine Meinung haben. Du kannst nicht durchs Leben gehen und sagen, ich weiß von gar nichts und entsprechend mache ich auch nichts, sondern musst versuchen, irgendwie dich da durchzuorganisieren. Also baust du dir eine Meinung, ich vertrete die Meinung, meine Sichtweise und fordere auch andere auf zu sagen, mir ist vollkommen klar, dass ihr das anders seht und aus guten Gründen. Also du hast andere Informationen als ich, du hast andere Bücher gelesen, einen anderen Chart gesehen, eine andere Einschätzung bekommen, erzähl mir deine Sicht. Dann haben wir schon zwei, die zusammenpassen. Ich kriege mehr Informationen, habe eine bessere Chance, mich zu verbinden. Das heißt,
Ich muss sehen, dass ich mehr Informationen beikriege und ich bin mir in meiner Sache nie sicher. Natürlich, wenn ich gefragt werde, gebe ich eine Antwort. So sehe ich es. Aber immer wieder Demut, das muss nicht die absolute Logik und Richtigkeit sein. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal an unsere Sendung erinnern zum Thema erneuerbare Energien, Energiespeicher, Professor Tess, ja, der eine Meinung vertreten hat, und sein Kompagnon aus Aachen, der eine andere Meinung vertreten hat. Zwei, die sich schätzen und die am Ende eben gesagt haben, hallo, wir haben beide unterschiedliche Meinungen und die diskutieren wir und daraus kann ja was Neues entstehen. Richtig. Und, aber das zeigt natürlich auch, wie schwierig wirklich auch die Wahrheit ist. Da machst du dir es einfach. Du sagst, fundamental ist mir völlig wurscht. Ich gucke mir die Charts an, das ist entscheidend. Ich sage immer so Spaß, aber ein Charttechniker muss nichts wissen. Er muss nur die Regeln kennen. Ja? Also ich habe lange Tisch an Tisch mit einem Volkswirt gearbeitet, was der für einen Hammertag gehabt hat. In der Früh ging es los mit Leistungsbilanzen analysieren und. Und wir haben uns die Charts angeschaut. Ja, wir haben gesagt, hey, die Märkte sind so, die einzige Transparenz, also die Informationseffizienz, die du hast, die ist im Chart. Ich sage immer, ein Chart steht da, wo er steht, ohne Wenn und Aber. Das ist wie im Fußball, wie im Sport. Vor dem Halbfinale sagt jeder, Bayern geht gnadenlos unter. Danach sagen alle, jetzt werden sie Champions-League-Sieger. Und genauso ist es beim Chart. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, liegt im Kurs. Und das ist das Schöne, dass man sich gar nicht viel verkopfen muss. Der Dirk hat es ja gesagt, Millionen von Informationen. Ich schaue eigentlich nur, also übertrieben gesagt, eigentlich nur auf eine Linie und mache mir dann im wahrsten Sinne des Wortes mein Bild. Also ich habe es recht, in Anführungsstrichen, entspannt. Am Ende macht es ja auch nicht einfacher, ne? Weil du hast genau das gleiche Problem. Das heißt, da ist ein Widerstand oder da ist eine Unterstützung, da ist Unterstützung. Dann bricht es durch, ja, jetzt ist sie gebrochen. Das ist auch keine Garantie, dass sie dann hält. Ne? Also so ist ja genau das Gleiche. Ja. Wir geben auch eine Einschätzung ab und sagen, okay, fundamental oder aus den Gründen sieht es nach dem und dem aus. Hinterher ist es nicht passiert. Ja, wieso war da? Bei dir ist das Gleiche. Da ist eine Unterstützung, da sollte es halten. Oh, hat nicht gehalten. Ja, wieso hat es nicht gehalten? Du hast doch gesagt. Also am Ende haben wir das gleiche Problem. Wir wissen es einfach nicht. Wir haben hier eine unglaubliche Dateninformationsmasse. Selbst wenn du alle diese Informationen hättest, und vielleicht hat BlackRock das in seinen Supercomputern, möglicherweise haben die da einen besseren Zugriff drauf, sehr wahrscheinlich sogar, kannst du immer noch nicht sicher sein, dass das Ergebnis, was dann an den Märkten passiert, auch stimmt. Früher war es so, wenn dir einer einen Tag vorher gesagt hat, wie morgen die Wirtschaftsdaten sind oder die Unternehmensdaten, dann konntest du blind drauf setzen, dann wusstest du, es geht hoch oder runter. Heute, wenn du die Daten vorher hast, hast du keine Ahnung, was der Markt morgen draus macht. Weil es kann sein, dass irgendwer mit tiefen Taschen morgen eine andere Entscheidung trifft und sagt, mir scheißegal, ob die Zahlen schlecht waren, ich kaufe. Oder umgekehrt. Ja, und wenn ein Unternehmen, das über Milliarden oder Billionen teilweise an Anlegergeldern oder an Geldern verfügt, die sie in den Märkten investieren können, wenn die kaufen, dann steigt es eben. Und wenn die verkaufen, dann fällt es. Und die wissen ja selbst, wann sie kaufen und verkaufen. Kurzum, ist eine Asymmetrie der Informationen und der Möglichkeiten. Und wir kleine Sardinchen müssen da in diesem Wahlteich hier irgendwie überleben. Und dass wir da nicht wissen können, was rauskommt, aber trotzdem irgendwie einen Weg finden müssen dadurch. Wir müssen ja durch irgendwo. Ja. Das muss man einfach zugestehen, zu sagen, wir versuchen da irgendwie klarzukommen, aber wissen, um Gottes Willen, tun wir es einfach nicht. Kommt ja auch dieser computergesteuerte Handel noch dazu, wo niemand weiß, wie sind die jetzt letztendlich programmiert, was tun die mit dem Anlagegeld? Ja, 90% angeblich mittlerweile computergesteuert. Da ist natürlich die Vernunft oder die Erkenntnis der Information natürlich, ja, was ist die wert, ja? Zwei Dinge müssen wir ansprechen, das haben wir versprochen, ja, weil natürlich unsere Community, auch ihr müsst den Dirk darauf ansprechen, unbedingt, ja, weil und so weiter. Er hat damals die Wirecard empfohlen und das ging ja den Bach runter. Dirk, das ist ja auch eine Sache der Information. Und ganz ehrlich, ich selbst habe auch Anlagefehler gemacht. Ja, ich habe es in meinem Buch ja geschrieben, wo ich bei Turbo da eingestiegen bin, alle möglichen Informationen gehabt. Ja, Bilanzen gelesen, testierte Bilanzen gelesen, ja, alles und was weiß ich, alle haben drüber geschwärmt. Am Ende war es eine Betrugsstory. Was war bei Wirecard los? Wie war das für dich? Das ist eine ganz wunderbare und spannende Geschichte, vor allem deshalb, weil das ist ja das Thema, mit dem sie mich immer so hohnepiepeln. Ne? So, oh, der Müller der Wirecard damals. Und da muss ich sagen, Leute, ich habe so viel Scheiß gebaut in meinem Leben an der Börse, so viele Fehlprognosen gemacht und so oft falsch gelegen, wie wir alle. Ja? Aber ausgerechnet bei Wirecard, wo ich sage, warte mal, Freunde, da war es eine ganz andere Geschichte. Die erzähle ich auch gleich, was da passiert ist. Also gerade das war nun wirklich nichts Schlimmes. Warum, was war passiert? Wir hatten Wirecard gekauft. Wir hatten Wirecard gekauft, allerdings mit 30 und 40 Euro, schon lange vorher. Warum haben wir die gekauft? Wir haben uns die genau angeschaut, die Daten, die verfügbar waren für uns.
Und es sind ja für uns nur eine gewisse Menge an Daten verfügbar. Die Bilanzen, die Unterlagen, die öffentlich sind, das konnten wir einschätzen. Ich komme einen gewissen Teil rein. Mein damaliger Analyst ist ein absoluter bester Analyst, den ich je kennengelernt habe, der wirklich ein absolutes Trüffelschwein ist. Und der hat alles bis ins Letzte durchsucht und hat gesagt, ich finde nichts. Das ist sauber, also ich finde nichts. Am Ende vielleicht ist es irgendwo, aber wir sehen es, wir können es nicht sehen. Und das war ja auch so. Es konnte keiner sehen von uns. Nicht mal die Wirtschaftsprüfer, die viel tiefer reingucken konnten, konnten das sehen. Also wie sollst du denn von außen, selbst egal wie gut du arbeitest, wie sollst du sehen? Wenn Betrug im Spiel ist, kannst du es nun mal nicht feststellen. So, was haben wir gemacht? Wir haben so gut untersucht, wie wir konnten, haben dann gesagt, okay, wenn die Zahlen stimmen, wenn das so ist, wie es hier steht, ist das ein super Investment. Wir können, das ist das Interessante, ich habe dann in nahezu allen Interviews oder Statements, die ich auf meinem Kanal gemacht habe, habe ich das erzählt und habe fast immer dazu gesagt, Leute, ich kann niemandem in die Schädeldecke schauen. Vielleicht kommt es irgendwann raus als ein Riesenbetrug. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Im Moment sehen wir das nicht. Und im Zweifel für den Angeklagten. Deshalb bleiben wir investiert, bis wir wirklich die Indizien haben, dass hier mehr hinten dran steckt. So, und dann haben wir die, als dann der, die Bilanz verschoben wurde. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, Moment mal, wenn die Bilanz verschieben, jetzt ist aber Materie am letzten. Und dann haben wir die verkauft mit 100 Euro. Das heißt, wir haben sie mit 30 und 40 gekauft, mit 100 verkauft. Wo genau ist mein Problem gewesen? Ja, und wir haben sie verkauft. Kurz danach haben andere, die groß in den Medien waren, erst gekauft. Ja? Das war ein anderes Thema. Aber da haben wir es verkauft, weil ich dann gesagt habe, Moment mal, die ganzen Gerüchte, der Rauch und jetzt verschieben die Bilanz, jetzt raus, jetzt ist das Thema durch. Jetzt ist auf jeden Fall irgendwas im Argen dabei. So, und deshalb verstehe ich nicht ganz, wo das Problem ist. Ich habe, wie gesagt, so viel Mist gebaut, wo man sagen könnte, Müller, da hat er, ja. Da würde ich sagen, oh, was habe ich da für einen Scheiß erzählt? Aber gerade bei Wirecard muss ich sagen, Leute, da konnte man es nicht besser sehen. Du weißt, wie das ist, ja? Du gibst jemandem 10 Anlageratschläge. Die 9 laufen sensationell, alles im grünen Bereich. Die 10. gibt leicht ab. Er wird dir immer die 10. vorwerfen. Das ist doch normal. So wird das Spiel doch nun mal gespielt. Wir leben heute, das ist das Einzige, wo ich sage, Mensch, denk da mal drüber nach, nicht wegen mir. Mir ist das vollkommen egal. Mich interessiert schon seit vielen, vielen Jahren einen Scheiß, was irgendwer sagt, meint, schreibt, denkt oder tut. Das ist mir vollkommen egal. Ich lese das auch gar nicht. Es interessiert mich nicht. Ich mache meinen Job so gut ich kann. Mal mehr oder besser, gut. Und ansonsten interessiert es mich nicht, was jemand sagt. Aber denkt auch mal an andere, was ihr da tut. Diesen Respekt, den wir verlieren in der Gesellschaft, dieser Umgang miteinander, dass man kritisch miteinander umgeht, dass man Themen anspricht, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung. Oder hier habe ich andere Argumente, hier habe ich andere Sichtweisen. Das ist vollkommen okay. Aber dieses unter der Gürtellinie Leute anschießen, fertig machen, bashen und sonst was. Auf der einen Seite wollen wir eine friedlichere Welt, wollen wir eine bessere Welt, wollen wir Inklusion und was weiß ich was alles. Ja? Und auf der anderen Seite treten wir uns dermaßen in die Eier, dass es einfach ins Barbarentum abgleitet. Und da muss man sich fragen, ist dieser Gag das wirklich wert? Ist wirklich dieses das wert, jemanden hier vorzuführen? Auf der einen Seite gehen die Depressionen durch die Decke und auf der anderen Seite sorgen wir dafür, dass sie entstehen. Ja? Und da beschweren wir uns, ja gut, da freut er sich mit seiner Aktie, klasse, noch mehr haten, noch mehr bashen, dann gibt es mehr Depressionen, ist ja super. Nein, Quatsch. Einfach drüber nachdenken, was tun wir miteinander? Wie gesagt, mir ist es vollkommen egal. Ich habe da einen Status erreicht, für mich im Inneren. Gott sei Dank, den haben vielleicht weniger erreicht, dass ich sagen kann, ich habe total meinen Frieden, macht, was er wollt, aber für andere denkt man das. Wie siehst du in dem Zusammenhang die Rolle der Wirtschaftsprüfer? Ich meine, die kommen ja nie irgendwie. Ich meine, letztendlich haben es die doch verbockt. Naja, gut, am Ende, wenn wirklich kriminelle Energie in einem großen Stil hinten dran ist, wie es hier der Fall war, dann hast du kaum eine Möglichkeit, das zu prüfen oder das da hinten dran zu steigen. Vielleicht im Nachhinein muss man sagen, da hätte man das und das. Aber man muss auch gucken, was ist denn die Lebensrealität, auch eines Buchprüfers, auch einer Prüfungsgesellschaft. Wie weit gehen die denn? Was prüfen die denn? Bis wohin gehen die? Natürlich, theoretisch kannst du sagen, du hättest dir noch ein bisschen auf die Unterhose ausziehen müssen und sonst was. Ich war selbst in München gewesen und habe mit dem Jan persönlich gesprochen. Ja, ich habe den getroffen in seinem Büro, habe mit dem eine Stunde gesprochen, einfach um mir ein Bild von dem zu machen. Das hat mich genauso getäuscht. Ja, das war absolut, der war so einnehmend und so normal. Ich habe sonst ein gutes Menschengefühl. Bin total reingefallen. So, und das meine ich,
Wenn einer wirklich gut ist und eine richtig gute kriminelle Energie hat, ja, warum, sonst würden doch so Sachen nicht funktionieren, wenn das nicht möglich wäre. Dann kann man doch den Bedrohungen oder auch sehen, die hinter das Licht geführt wurden, selbst den Wirtschaftsprüfern, die tieferen Einblick hatten, als wir das jemals könnten, sagen, okay, da ist halt so. Ja. Wenn eine Bank geknackt wird, und dann muss man sagen, ja, wieso konnten die die Bank knacken? Wieso haben die nicht besser gesichert? Ja, weil irgendwann ist jede Sicherung durch. Du kannst nicht alles vermeiden. Ja. Ihr habt euren Hackerangriff gehabt. Ja. Ja, und jeder IT-Mann wird ja sagen, es ist unmöglich, ein sicheres System zu schaffen. Es wird immer Möglichkeit gegen einzubrechen. Und da wird man sagen, ja, wieso konnten die da einbrechen? Wieso haben die IT nicht besser abgesichert? Wenn einer wirklich will, geht's. Und so ist auch in der Wirtschaft. Wenn einer so professionell mit Geheimdienstunterstützung im Hintergrund und was weiß ich was alles Betrug betreiben will, dann geht das nun mal. Ja, und dann anzunehmen, dass ein kleiner Börsenjournalist Also was mich nur nervös gemacht hat, das waren noch nicht mal die Zahlen, also was mich wirklich irgendwann unruhig gemacht hat, war diese fast anderthalb Jahre, also immerhin fast 5 oder 6 Quartale, keinen Bericht vorzulegen. Aber da muss ich dann noch sagen, ey, da sage ich, wozu haben wir eigentlich einen BaFin und die Deutsche Börse AG? Weil die haben ja auch so ein bisschen Aufsichtspflicht. Ja? Danach hat man das ja auch alles geändert. Ja, und gesagt, okay, da müssen wir jetzt besser drauf aufpassen. Aber das war der einzige Unruheherd bei mir. Ja, also wo ich dann auch letztlich gesagt habe, ey, Ernst & Young, die haben Namen, die haben Ruf im Markt zu verlieren. Die werden ja wohl die Zahlen lesen. Den haben sie auch verloren. Den haben sie auch dadurch verloren. Das also, was schließen wir daraus? Ja. Erstens, diversifizieren ist wichtig, keine Schwerpunktbildung machen. Ja, ganz wichtig, wenn ich in so einem Titel mit 30-40% Depotwert dabei bin, da kann mir das um die Ohren fliegen. Das kann mir überall passieren. Ja, deswegen immer ein bisschen streuen. Und wenn dann sowas ist, und das hab ich ja damals bei Turbodyne gelernt, ich habe es bei Wirecard damals richtig gemacht, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Dann habe ich mich von getrennt und so sollte man es handhaben, damit wollen wir das auch beruhen lassen. Zweites Thema natürlich Fonds. Mhm. Du machst das schon sehr lange, ja. Und natürlich viele, der Dirk Müller mit seinem Fonds und was weiß ich. Und dazu muss ich auch mal eins sagen, dass, bevor du antwortest, möchte ich nämlich da auch mal etwas sagen. Alle, die hier zuschauen, ja, für euch sind Aktienfonds nichts. Ja? Siehst du das anders? Ja, ich auch. Also ich habe selbst Aktienfonds und trotzdem mache ich einzelne Aktien. Also das muss jeder für sich mischen, wie es für ihn passt. Ja, aber grundsätzlich, aber eigentlich, Leute, wer selbst entscheidet, der braucht nicht unbedingt einen Fonds, der kann selbst entscheiden. Natürlich. Aber es gibt halt viele da draußen, ja, die sind bei ihrem Versicherer, bei ihrer Bank und was weiß ich was. Und bevor die gar nichts machen, das ist immer noch besser, in einen Fonds zu investieren. Du hast natürlich den ersten Fonds, muss man sagen, bis heute Performance eher dürftig. Du hast jetzt einen neuen Fonds aufgelegt, der läuft. Wie kannst du das jetzt unseren Zuschauern erklären? Relativ einfach. Der erste Fonds, der defensive Fonds, war aufgelegt mit der Befürchtung, dass wir in sehr schweres Fahrwasser kommen. Das gilt nach wie vor. Ich glaube, dass wir in so gefährlichen Situationen sind, dass wir mit unserem gesamten Finanzsystem in einer Endphase sind. Wir reden jetzt nicht über 2 Jahre, wir reden jetzt über 100 Jahre Finanzsystem und wir sind jetzt an einem Punkt, wann immer, und da wird wenige widersprechen, wo es verdammt heiß wird, wo einfach wir Materie am letzten haben. Du siehst, mit welchen Maßnahmen, Notenbanken, Verschuldungen, USA, such dir was aus, was da im Moment überall kracht, in den chinesischen Finanzsystemen, in amerikanischen Immobiliensystemen, such dir was aus. Also die Wahrscheinlichkeit für einen sehr starken Einbruch ist aus meiner Sicht sehr, sehr hoch. Das heißt nicht, dass der sofort umgesetzt werden muss, aber die Gefahr ist einfach da. Ja? Und die Frage war, in einem großen Reset-Fall, in einem großen, wo eine große Verwerfung stattfindet, wir reden nicht von 20% Korrektur, sondern von 50-70% oder sogar mehr, wie wir es 1929 hatten, wie wir es in Japan Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre hatten. Also wirklich the big one. Wie kommt man durch so eine Nummer durch, ohne Haus und Hof zu verlieren? Und die Jüngeren, die immer sagen, das ist ja in 2 Jahren wieder aufgeholt, mögen daran erinnert sein, 1929 hat das 30 Jahre gedauert, bis die Kurse wieder oben waren in Japan. Bis heute, 40 Jahre später, sind die noch immer bei der Hälfte des damaligen Preises. Wie alt will man denn werden? Also wir haben, meine Kundschaft, die in diesem Fonds investiert ist, sind Leute, die sagen, ich möchte mein Geld in Sachwerten haben, in Aktien, aber ich möchte möglichst kein Risiko haben. Das sind keine Leute, die eine riesen Performance nach oben wollen, sondern die wollen vor allem eins, Sicherheit überwintern in Sachwerten. Und das war das Versprechen des Fonds, zu sagen, wir sehen zu, dass wir euch durch schwere Kursrückgänge sauber durchbringen. Und das haben wir geschafft. Wir haben in 2016, wir haben 2018, 2020, haben wir die großen Drawdowns vollkommen unbeschadet überstanden. Wir sind 2018 ausgezeichnet worden als bester deutscher Fonds internationaler Ausrichtung. Und das machst du ja nicht, weil du nicht weißt, was du tust. Das heißt, wir haben den Einbruch überstanden und auch danach eine Performance nach oben hingelegt. Das hat funktioniert. 2020, als der große Einbruch kam,
hat unser Fonds nichts verloren. Die Märkte brechen 30% ein. Wir verlieren nichts und legen sogar 4% zu. Und jetzt passierte genau, das war unser größter Erfolg einerseits. Gleichzeitig war es unser größtes Problem. Warum? Was passierte? Die Leute waren in heller Panik, weil die Märkte einbrachen. Niemand wusste, wo die Reise hingeht. Es war auf dem Weg nach unten. Die Corona-Krise war gerade erst ausgebrochen. Kein Impfstoff in Sicht, keine Lösung in Sicht. Ein Zusammenbrechen der Lieferketten begann gerade erst. Kein Mensch wusste, wie sich das auswirkt auf die Finanzsysteme, auf die internationalen Wirtschaftssysteme. Auch ein so fragiles System und dann ein so schwerer Eingriff, dass das nicht in eine Katastrophe mündet, war ein reines Wunder. Aber es hat funktioniert im Nachhinein. In dem Moment war es vollkommen unklar. Dann gucken die Leute im Frühjahr 2020 auf unseren Fonds. Wir sind vollständig abgesichert. Sehen, der Markt bricht ein und der Müller-Fonds legt um 4% zu. Die dachten, wir können übers Wasser gehen, was natürlich nicht der Fall war. Ja, wir haben Bahndruck vorbereitet, wir haben Ende 2019 gesehen, was aus China kommt, haben uns voll in die Absicherung begeben, haben gesagt, Achtung, Schotten dicht, und das hat funktioniert. So, unser Fondsvolumen ist in dieser Zeit gewachsen von 140 Millionen auf 600 Millionen innerhalb von wenigen Wochen. Die Leute kamen mit Körben, Geld, sind übersprochenerweise, in diesen Fonds hinein. Das war Angstgeld. Das war Geld, das in Sicherheit kommen wollte. So, jetzt, wir haben es Frühjahr 2020, der Markt fängt an zu drehen. Erste Reaktion aller Marktteilnehmer, das ist nur eine Gegenbewegung. Das ist ein Dead Cat Bounce. Das geht ein bisschen hoch, vielleicht sogar zur Hälfte zurück des Einbruchs und dann kommt die zweite Welle nach unten. Das war der Status, den alle so gesehen haben. Wir haben logischerweise nicht aufgemacht, weil außenrum die Rahmenbedingungen waren ja weiter katastrophal. Es hat sich ja nichts gebessert gehabt. Ich konnte ja unmöglich das Geld meiner Anleger, die absolute Sicherheit von mir wollten, in einem vollkommen unklaren Situation ins Risiko gehen. Ich muss in der Absicherung bleiben. Jetzt kommt der Markt aber hoch. Und je weiter der nach oben kommt, umso mehr komme ich in Schwierigkeiten. Umso mehr Druck kommt von außen, über die sozialen Medien, über die Medien allgemein, natürlich auch über Kunden, die sagen, Moment mal, jetzt wären wir schon langsam gern dabei. Andere sagten, mach bloß nicht auf, wehe was. Ja? Und je höher es geht, umso mehr Druck hast du. Umso mehr kommst du in die Situation, dass du eigentlich aufmachen müsstest, aber nicht kannst, weil im Zweifel bist du der letzte Depp, der oben aufmacht, bevor es dann wirklich runtergeht. Ja, also wir kamen in ein Fahrwasser rein, aus dem ich erstmal keinen richtigen Ausweg fand. Die einen Kunden, die langsam dabei sein wollten, die anderen, die auf gar keinen Fall Risiko wollten und wir irgendwo dazwischen versuchten zu jonglieren. Dazu kam der Umstand, dass wir unsere Absicherungen auf die Indizes machen konnten, nicht auf einzelne Aktien. Damals wäre das zu teuer gewesen, heute geht das besser. Und das führte dazu, dass wir eine leichte Divergenz hatten zwischen unserer Absicherung auf die Indizes und unseren Aktien auf der anderen Seite, die sind angestiegen. Die Aktien steigen an, die Indizes steigen an, aber etwas stärker als unsere Aktien. Warum? Weil die Indizes von wenigen Aktien getrieben waren. Apple beispielsweise. Riesengewicht im Index. Plötzlich steigt nur Apple, reißt den Index mit nach oben, die anderen Aktien bewegen sich kaum. Wir haben Apple, aber natürlich nicht in dem Gewicht wie im Index, dürfen wir ja gar nicht. Also die Konsequenz ist, dass unsere Aktien zwar steigen, aber nicht ganz so stark, wie der Index sehr hochreißt. Unsere Absicherung auf den Index verliert also mehr, als wir die Aktien gewinnen. Die Konsequenz war, dass wir in diesen steigenden Märkten nicht nur nicht dabei waren, sondern leicht verloren haben. Keine Katastrophe, nicht viel, aber ein paar Prozente. Und das ist natürlich aus der Außensicht heraus, wenn jemand einfach nur mal, ohne die Hintergründe zu kennen, ohne die Absicht oder Intention des Fonds, der Sicherheit zu kennen, draufschaut, der sagt, was macht der Müller da denn eigentlich? Nachvollziehbar. Ne? Aber vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, warum wir so agiert haben. So, wir haben dann extrem hart gearbeitet. Je härter wir daran gearbeitet haben, umso schwieriger wurde die Situation. Das kennen vielleicht andere auch. Je mehr du kraulst, je mehr du arbeitest, wir haben die Nächte durchgearbeitet, wir haben neue Strategien ausprobiert, wir haben uns externe Unterstützung geholt, egal was wir gemacht haben, es wurde immer schwieriger. So. Und wir haben am Ende eine Lösung gefunden, wie wir die Veränderung vornehmen können. Wichtig war vor allem, und das war ein Learning für mich, und das kann ich jedem nur mitgeben, jedem, der sich an den Börsen engagiert, der größte Fehler darin war, dass ich mein Bauchgefühl, mein Bias, meine Einstellung zu den Risiken außenrum, dass ich dem zu viel Gewicht gegeben habe. Die Konsequenz daraus war, dass wir das System dermaßen umgestellt haben, dass wir einen Automatismus installiert haben. Ich sage, wenn der Markt hochgeht, dann müssen wir eben aufmachen. Und zwar sukzessive, langsam und so von Beginn an. Und das vollkommen egal, ob mein Bauchgefühl sagt, das wird vielleicht noch schlimmer oder nicht, sondern mich rauszunehmen. Und das ist für alle ein Learning. Wenn selbst uns Profis, und es geht ja nicht nur mir so, geht vielen so, dieses Bauchgefühl, diese plötzlich innere eigene Einstellung, entweder in der Begeisterung nach oben oder in der Sorge nach unten, das Ruder übernimmt, dass du dann zu vorsichtig oder zu optimistisch bist, das bringt dich in Schwierigkeiten. Du musst wirklich einen Mechanismus installieren, der dein Bauchgefühl, der deine Einschätzung, deine fehlerhafte Einschätzung, 40 Informationen pro Sekunde,
ausgleicht oder beziehungsweise ignoriert. Und das haben wir gemacht. Und entsprechend ist dieser, auch unser defensiver Fonds jetzt sehr, sehr viel besser unterwegs. Wir haben jetzt an der letzten Aufwärtsbewegung auch entsprechend teilhaben können. Erst langsam, weil wir konnten kein groß, auch hier kein großes Risiko eingehen, weil ich mache plötzlich auf und der Markt bricht. Ich muss also ganz langsam mich reinarbeiten in den Markt. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt passen wir uns sehr schnell auch an die Märkte an. Es gibt Tage oder Wochen in den letzten Wochen, Monaten, da waren wir 100% offen, 0 Absicherung drin oder 5% Absicherung. Und wir waren aber auch jetzt ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen auf 90% Absicherung. Also wir agieren da sehr schnell. Das ist genau das Learning daraus. Und das ist das Wichtige, du musst aus deinen Dingen lernen. Niemand von uns kommt auf die Welt und kann alles und weiß alles und macht alles richtig. Jedes Baby, das fällt tausendmal hin, bevor es laufen lernt. Wir lernen von Fehlern. Und selbst, du kannst Profi sein, wie du willst. Ich bin jetzt 35 Jahre dabei. Ich lerne jeden Tag was dazu. Und das geht allen anderen auch so. Und wer sagt, das musst du ja alles wissen, das muss alles gehen. Nein, jeder macht Fehler. Zeig mir einen Fondsmanager, der nicht Fehler macht. Ja. Denk an Carmagnac, ja? Gefeiert bis zum Mond und plötzlich macht er einen Fehler und das Ding läuft komplett ab. Und da an dieser Stelle möchte ich auch nochmal eben einhaken. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also für mich persönlich wäre so ein Fonds nichts, weil ich selber am Markt bin, weil ich selber meine Strategie und meine Überzeugung habe. Aber es gibt extrem ängstliche und vorsichtige Anleger, die investieren nicht direkt in Aktien, das wollen die auch gar nicht. Die gehen zu ihrem Bankberater und sagen, ich möchte möglichst kein Risiko, also wenn der Markt, um Gottes Willen, ich will nicht 10% verlieren, da geht die Welt unter. Ja? Ja, wer normal in Aktien investiert, was sind 10%? Das sind manchmal 2 Tage. Ja, also von daher hat alles seine Berechtigung. Und es gibt ja auch, wenn wir bei uns im Universum schauen, ja, Jens Will mit seinem Dividendenreport, der guckt 0,0 auf die Kurse. Der guckt nur, wie sich die Dividenden entwickeln. Der sagt, ich habe ein neues Rekord, ja, was Dividenden, was Ausschüttung angeht. Der guckt gar nicht auf die Kurse. Für andere wiederum gucken nur auf die Kurse, nur auf die Performance. Sie machen Derivate und irgendwas. Also die Welt ist so komplex und jeder muss da seinen Weg finden. Von daher hat auch alles seine Berechtigung. Jeder muss sich mit dem wohlfühlen, was er macht. Genauso wie sich der Martin eben mit der Technik wohlfühlt, weil er sagt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was da in der Welt vor sich geht. Interessiert mich nicht. Wenn das da unten runter geht, dann bin ich dabei auf der Short-Seite. Wenn es hochgeht, bin ich auf der Long-Seite dabei. Ja, und jetzt kommen wir eben auch auf die aktuelle Marktlage. Ich sag mal, Martin, wir hatten jetzt eigentlich über Wochen, über Monate wieder diese Phase buy the dip. Also es war immer richtig, wenn es runterging, zu kaufen. Wir haben jetzt erstmals eigentlich so ein paar technische Signale zum Negativen hin, ja, wo ich natürlich da einräumen möchte, klar, was sind die jetzt eigentlich wert? Klar, die Auslöser, ich meine, wir finden da immer Argumente, jetzt heißt es, ja, einmal ist es die Fed-Politik, dass die Zinssenkungen jetzt nicht kommen, weil die Konjunktur so robust ist, die Inflation so. Die anderen sagen, ja, jetzt ist es die Spannung im Nahen Osten, die Börse hast Unsicherheit. Ja, da sind wir ja an dem Punkt, wie lang ist die Unsicherheit? Vielleicht ist sie nächste Woche schon wieder weg. Ja, aber wir haben rein erstmal technisch gesehen das erste Verkaufssignal. Also wir sind eigentlich bereit für eine Konsolidierung, die ja eigentlich auch überfällig ist. Ja, wie bewertest du das? Ja, ich bin froh mit das Wort, das du gerade gesagt hast, Konsolidierung. Wir sprechen jetzt alle hier. Was wir gerade sehen am Markt, das ist technische Analyse, basiert ja auf der ganzen Behavioral Finance, auf der Psychologie des Marktes. Was wir uns anschauen, ist ja, Kursbewegungen sind Bewegungen, die aus der Psychologie herauskommen. Ne? Und ich kann mich noch genau erinnern, Dezember, Januar, als wir dann aus der technischen Variante gesagt haben, hey, der DAX hat Potenzial bis 17,2, 17,7, diese Marken. Da haben wir uns alle schon für verrückt erklärt. Es waren Tendenzen, wie du sagst, buy on the dip, dann wurden Unterstützungen gehalten. Ein technischer Analyst kann nie sagen, ob eine Unterstützung hält. Ich kann im Vorfeld gar nichts sagen. Ich kann aber im Vorfeld sagen, hey, da läuft was und wenn das hält, dann buy on the dip. Ja, dann kauf mal oder setz nach, rebalancier vielleicht dein Depot, wie auch immer. Dann hast du gepaart mit der Markttechnik eine gute Chance in diesem, ich muss ja ganz ehrlich sagen, in diesem Kapitalmarkt-Dschungel. Wie viele Millionen, Dirk hat es gerade gesagt, Informationen in der Sekunde, was auch immer, einen guten Weg zu finden, einen guten Weg. Und jetzt haben wir die Situation, dass eben auch die 18.6 angetestet wurden im DAX, 18.600. Da hörte man dann, im März hörte man, oh, 17.2, du bist doch verrückt. Das Handelsblatt hat mich da sogar zitiert, oh, es ist eingetroffen. Und dann haben auch viele geschrieben, da sieht man mal wieder die technischen Analysten, das sind Luftschlossbauer. Nein, wir sind keine Luftschlossbauer. Jetzt ist die Sache, dann haben wir die 17.2, 17.5, 17.7, 18.
Da war das große Geschrei, waren sie mal endlich bei 20.000. Und dann habe ich gesagt, Leute, seid ihr mal ein bisschen demütiger. Das Wort ist heute auch schon mal gefallen. Es ist ein, die Börse ist kein Selbstläufer. Es ist ein tagtägliches Beobachten der Märkte, weil tagtäglich kann was passieren. Und um jetzt auf um die Kurve zu kriegen, im DAX, ja, 18.6 haben wir nicht gepackt. Wir sind jetzt bei 17.850 zuletzt gewesen. Wir haben ein paar Unterstützungen gerissen. Also Trader, die haben jetzt Kasse gemacht. Aber der, der vielleicht jetzt mittel- bis langfristig orientiert ist, der sagt, hey, ich bin kein Trader, ich bin ein Aktienanleger. Wir sind in einer Konsolidierung. Die Bollinger Bänder, es gibt da so markttechnische, ich will da gar nicht groß ausführen, aber es gibt so markttechnische Volatilitätskennziffern, die im Moment neutral sind, nicht ins Negative abschweifen. Man muss jetzt noch keine große Angst haben, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Jetzt kommt die Angst. Vorher war es die Euphorie im Januar. Oh, oder sagen wir mal, ab dann Februar, März, oh, jetzt gehen wir auf 20.000. Wann ist der DAX bei 20.000? Ja. Und jetzt haben plötzlich, ja, wie weit fällt es denn jetzt? Und das ist genau das an der Börse. Heute so, morgen so. Das ist ja das Schöne, es gibt immer zwei Meinungen, sonst wird es nicht funktionieren. Im DAX bin ich im Moment ganz entspannt, sagen wir mal, im Sinne von, ja, wenn jetzt einer sagt, hey, was erzählt der Utschneider da? Ich bin bei 18,5 rein und er sagt mir, jetzt ist bei 17,8 entspannt. Man muss natürlich immer sehen, wann war der Einstiegszeitpunkt? Seit wann ist man drin? Aber das große gesamte Bild, der kurzfristige Trend ist gebrochen, seit Januar, year to date, also seit Jahresanfang. Diesen Trend haben wir verlassen. Aber auch der FC Bayern hat dieses Jahr einen Trend verlassen, ist aber on the long run bestimmt nächstes Jahr wieder. Ich bin kein Bayern-Fan, da hinten steht einer, aber ich bin, auch wenn man es vielleicht vom Dialekt her meint, der Trend ist immer noch da. Aber man muss gewahr sein und das, glaube ich, ist der Punkt oder das ist, glaube ich, das, was wir heute herausarbeiten wollen. Du weißt heute nicht, was morgen passiert, du musst die Unterstützungen kennen. Und da musst du... Also da schauen wir uns auch gleich nochmal technisch an. Ich glaube sowieso, das ist auch immer unsere Philosophie, eigentlich die Märkte eigentlich aus der Vogelperspektive zu betrachten, also das große Ganze, ja, weil da kriege ich einfach die große Bewegung, die großen Trends. Da identifiziere ich auch die Chancen und die Gefahren, ja, und kurzfristig. Ja. Ich bin eigentlich immer ein Freund, ich gucke mir immer den Fear and Greed Index an, den hast du mir witzigerweise heute auch geschickt, ja, weil das ist ja so ein technischer Indikator, 7 Teilindikatoren, die irgendwie die Bewegungen auch des Geldes zeigen. Ja. Und immer wenn der natürlich bei Extreme Gear ist, da ist alles, da geht alles rein, alle Kaufprogramme, alles läuft. Ja, das ist eher gefährlich. Und wenn er nach unten geht, dann ist es eher schon die größte Korrekturgefahr eigentlich schon wieder gegessen. Wir sind schon wieder im Vier-Bereich. Heißt das, so richtig viel erwartest du kurzfristig gar nicht mehr nach unten? Also ich habe den Fear and Greed Index die letzten Wochen mir täglich angeschaut. Wir haben die Cash-Course-Community, ich kam mir schon selber blöd vor, dass ich jeden Tag sagen musste, wir sind in der Gear, wir sind in der Extreme-Gear. Dachte mir, wann kommt denn einmal was? Und dann war ich einen Tag im Urlaub und dann plötzlich schaue ich mir den Fear and Greed an. Ist er auf der 4. Er war Extreme Greed, er war Greed, das ging wochenlang. Die Amis waren, ich habe einmal gesagt, die sind wie so ein Vampir im Blutrausch. So kamen mir die Amis vor, nur es wird nur noch gekauft, gekauft, gekauft. Und durch das ist blinde fast schon kaufen, haben natürlich die Hosse, hat nährt die Hosse. Da gibt es ja so eine Weisheit. Und jetzt kam natürlich plötzlich, warum und weshalb auch immer, man kann jetzt sagen, man kann ja immer alles begründen. Man kann sagen, es ist wegen der ausbleibenden Zinssenkung, es ist wegen Nahost, es ist, warum hat er was immer. Die Amis sind jetzt plötzlich in der Angst. Also die vorher gierig waren, und das ist, was ich vorher gesagt habe, es ist psychologisch. Vorher wurde nur gekauft, die KI-Aktien Magnificent Seven, da machst du nichts falsch. So, Zitat bei mir aus dem am Stammtisch, das Kaffee, da machst du nichts falsch. Also da kannst du alles richtig machen, aber alles falsch machen. Und das ist jetzt der Punkt. Jetzt sind die Leute an einem Punkt, vorher haben sie gekauft, weil ihnen eigentlich egal war, dass die negativen Meldungen auch mal sein können. Und jetzt haben sie extreme Angst. Aber, wie du sagst, Jürgen, jetzt sind die Kaufrauschigen, die haben jetzt wieder gegeben, die haben verkauft. Das heißt, es ist jetzt wieder Liquidität im Markt. Die Kauflust ist ein bisschen zurückgekommen, die Angst ist da. Und das passt auch ins technische Bild der Konsolidierung. Und wir sehen es, haben wir heute auch noch dabei, bei der KI-Aktie schlechthin, dass die jetzt einfach in eine gesunde Konsolidierung gemündet ist. Und von dem her ist es eigentlich im Moment noch alles ganz gut. Also wir gucken uns jetzt gerade mal so ein paar Indizes mal im Schnelldurchgang an von der technischen Analyse. Mit dem DAX fangen wir mal an. Ja, wir sehen aus dem Trendkanal,
eben nach unten ausgebrochen. Wir sehen es letztendlich auch beim MSCI World. Ja, das ist ja auch ein Index, in dem viele Fonds letztendlich ETFs aufgelegt sind, der letztendlich da auch durchgebrochen ist. Wir sehen es beim S&P 500 aus dem Kanal nach unten durchgebrochen und letztendlich auch beim Nasdaq 100. Ja. Wir schieben sogar hier nochmal den Nikkei hinterher. Mhm. Erst neues Rekordhoch und da kannst du fast die Uhr danach stellen, dass dann erstmal die Luft raus ist. Auch hier momentan Konsolidierung. Ja, der Hang Seng, der tut sich eh schwer. Wenn wir mal die ganzen Indizes jetzt sind und wie weit ist jetzt aus der technischen Sicht erstmal, wo sind die ersten Auffanglinien, wo kann man sagen, okay, wer jetzt kurzfristig sagt, okay, die Märkte, die kotzen sich mal kurz ein bisschen aus, sind es da noch 5%, 10% bei den Indizes, was würdest du da so taxieren? Also ich würde mir jetzt nicht festlegen. Auch würde jetzt auch nicht sagen, ich habe neulich in einem Interview jemanden gehört, der hat gesagt, der DAX geht auf alle Fälle nochmal Richtung 16.000. Da sage ich, wo nimmt er das her? Ja, davor laufen ein paar Unterstützungen. Ich würde mal sagen, eine Konsolidierung, ich würde es gar nicht sagen als ein Einbruch, aber eine Konsolidierung im DAX bis 17.220. Das war ja dieses fantastische Ziel, also fantastisch im Sinne von, was fantasiert er da? Aus dem Dezember, aus dem Januar. Alles in line. Natürlich, wenn jemand bei 18,6 rein ist, der sich leiten hat lassen über diese Gier, ganz wertfrei meine ich das jetzt, der sagt, um Gottes Willen 18,6 oder 18,5 auf 17,2, das ist für mich persönlich natürlich ein Crash. Ja? Aber rein aus der Vogelperspektive, 17,2 im DAX ist okay. Es beruhigt sich, es ist wie, sag ich mal, bei uns war es jetzt auch schon wieder ein paar Tage heiß im Voralpenland. Dann kommt plötzlich wieder eine kalte Luft. Alles ist wieder gut. Die Leute, die Gemüter beruhigen sich wieder. 17.200 im DAX. Da sind wir noch. Ich möchte nicht sagen, dass es genau dahin geht. Aber da braucht man sich aus der Vogelperspektive noch keine großen Sorgen machen. Dirk, gehen wir mal weiter in die Vogelperspektive. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren, ging es um den Euro und die Krisen in Griechenland, in Italien, in Spanien. Darüber spricht kein Mensch mehr. Als hätte es die nie gegeben, als wären die nie da gewesen. Kommen die wieder, tauchen die wieder auf? No. Wer kann dir das sagen? Wer kann dir das sagen? Guck mal, damals, als der Euro losging, hat jeder gesagt, das kann nicht funktionieren. Ne? Und er holpert, ja, und er macht Riesenprobleme. Und trotzdem haben wir es immer wieder geschafft, mit irgendwelchen irren Maßnahmen, die sich vorher nie einer vorstellen können, die Sachen nochmal wieder über die Zeit zu retten und wieder Jahre zu gewinnen. Jetzt wird der Euro 25 Jahre alt und er ist immer noch da. Ja? Das hätten viele ihm nicht zugetraut. Ne? Nee. Und selbst wenn du einen Platten am Auto hast, kannst du noch sehr, sehr weit fahren. Ne? Holpert, rumpelt, du machst auch noch mehr kaputt als sonst was, aber du kannst auch noch 100 Kilometer fahren, wenn es sein muss. Und hier haben wir eine ähnliche Situation mit unserem ganzen Finanzsystem. Wir haben so viele Probleme, so viele Baustellen und überall haben wir platte Reifen, aber das Ding rollt noch und keiner kann dir sagen, wann das stehen bleibt, wann es jetzt das Rad wirklich zerreißt oder welches Teil des Autos es zerreißt. Wir werden vielleicht, wird die Krise aus der Ecke kommen, die heute überhaupt keiner im Blick hat. Das war in der Vergangenheit schon oft so. Man guckt auf Krisenherde und plötzlich geht irgendwo eine Bombe hoch, auf die du gar nicht geschaut hast. Und das kann dir niemand sagen. Ich könnte jetzt hier 2 Stunden Vortrag halten, wo überall Krisenherde sind, was uns um die Ohren fliegen kann. Ja, und das ist berechtigt, man muss es im Blick haben. Man muss auch drüber reden und sagen, ja, diese Gefahren gibt es und die sind auch heiß. Aber es ist nicht zwingend gegeben, dass sie explodieren und es ist auch nicht zwingend gegeben, dass die ein großes Chaos auslösen. Sie können sehr wohl. Also man muss beides sehen. Man muss die Gefahren sehen, man muss sehen, welche Konsequenzen das haben kann und das kann extrem sein. Und man muss aber gleichzeitig sagen, es muss nicht passieren. Du musst dich auf beides einstellen, du musst mit beidem dich auseinandersetzen und dann sagen, okay, was ist im Moment gerade, passiert im Moment gerade? Ja, das Problem ist bekannt, das Problem wird auch heißer, aber im Moment wird es noch nicht umgesetzt. Wenn ich mir auf die Bewertung mir anschaue, gerade für die amerikanischen Unternehmen. Die sind nicht so durchgeknallt, wie wir es 2000 hatten. Wir haben keine extreme Blasensituation. Wir haben, das ist ja das Verrückte dran, trotz der hohen Zinsen, eine sehr, sehr starke Einnahmensituation der amerikanischen Konzerne. Warum? Weil die amerikanische Regierung, alles derzeit tut, richtig tut aus ihrer Sicht, als geostrategische Macht. Sie schaden dem Umland, sie schaden den Chinesen, sie schaden allen möglichen, aber sie tun alles, um ihre eigene Wirtschaft zu schützen. Und das Geld dafür, das pumpen, das entweder drucken sie es selbst,
leihen sich selbst von ihrer Notenbank oder im Zweifel holen sie es aus dem Ausland, beispielsweise von uns, durch Gaspreise, durch Rüstungsausgaben und sonst irgendwas. Ja? Also überall, wo sie die Möglichkeit haben, jemanden in die Tasche zu greifen, um sich herum, greifen sie zu, tun alles, um ihre eigene Wirtschaft zu schützen, schreiben Schecks an ihre Bürger, noch immer, subventionieren ihre Industrie mit Hunderten von Milliarden, verschulden sich mit 1 Billion pro Jahr oder mehr, um die Wirtschaft zu pulvern. Und das Ergebnis ist, dass die Unternehmensergebnisse der amerikanischen Wirtschaft stabiler und stärker läuft, als es diese Zinserhöhungen für möglich gehalten hätten. Hättet ihr einer früher das Prognose gegeben, die erhöhen die Zinsen in der Geschwindigkeit, was machen die Märkte? Wäre deine Antwort vollkommen klar gewesen, die brechen ein. So, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, die amerikanische, wenn ich mir den freien Cashflow anschaue, die Erwartung für die nächsten 5 Jahre, dann ist das sportlich, aber es ist nicht vollkommen durchgeknallt. Im Verhältnis zu den realen Zinsen, die auch momentan aufgerufen werden. Das Problem ist natürlich, je höher die Zinsen gehen, umso schwieriger ist es gerade bei den Wachstumsunternehmen, diese zukünftigen Gewinne abzudiskontieren. Es ist klar, wenn ich 100 Euro heute in der Tasche habe, bekomme ich sie die 100 Euro wert. Wenn ich aber die erst in 5 Jahren bekomme und ich habe dazwischen 5 oder 10% Inflation, dann sind die 100 Euro in 5 Jahren nicht mehr so viel wert. Also muss ich die weniger stark in meiner Unternehmensbewertung kalkulieren. Bei vielen Wachstumsunternehmen hast du jetzt noch gar nicht so viel Einnahmen, aber in 5 oder 10 Jahren ganz, ganz doll viel. Also wenn die Zinsen niedrig sind, ist das künftige Geld sehr viel wert und damit auch das heutige Unternehmen. Steigen die Zinsen, musst du automatisch diese künftigen Einnahmen weniger stark gewichten und damit sinkt auch der heutige Wert des Unternehmens. Und das heißt das Problem, wenn die Zinsen weiter stark ansteigen und vielleicht doch keine Zinsen kommen, higher for longer. Wer sagt denn, dass es unbedingt, Anfang des Jahres waren sich alle sicher, ja. 10 Zinssteigerungen. Ja, mindestens, ja, mindestens. Ja, ja. Ja. Jetzt sind sie froh, wenn es 3 sind. Ja, wenn es überhaupt noch 3 sind, 2 sind avisiert. Was ist denn, lass doch den Ölpreis hier, lass doch hier im Golf was passieren. Lass den Ölpreis auf 90 oder 100 gehen. Und der ist ja maßgeblich für die amerikanische Inflation. Die Inflationszahlen sind hoch und die amerikanische Notenbank erhöht im Herbst die Zinsen. Was machen wir dann? Anstatt zu senken oder gar nichts zu tun, dazu noch zu erhöhen? Ja, du weißt es nicht. Ja. Welchen Faktor denkst du denn, wird die Wahl haben? Sprich, wenn Donald Trump wiederkommt, das weiß man ja auch nicht so genau. Und er stärkt ja eher sein America First. Absolut. Da fallen wir Europäer ja komplett hinten runter. Ach, das war aber unter Joe Biden dann auch nicht besser. Nein, also, das davon haben wir gesehen. Egal wer, wir müssen davon ausgehen, egal welcher Präsident, interessiert Amerika, aber ganz bestimmt nicht Europa. Europa interessiert nur da, wo man zugreifen kann, wo man sich das Geld ist habhaft werden kann, aber kein amerikanischer Präsident interessiert sich, dass es unserer Wirtschaft gut geht. Also das können wir abhaken. Und ob es unter Trump oder Biden ist, ich glaube, wir müssen selber sehen, aus dem Quark zu kommen, unsere eigenen Interessen vertreten. Das tun wir nicht. Sondern wir sind immer noch so demütig und sagen, ja, lieber amerikanischer Präsident, tritt uns noch mal in den Hintern. Dankeschön dafür. Was dürfen wir noch Gutes für dich tun? Solange das so ist, müssen wir halt damit leben. Also was wir die letzten Jahrzehnte natürlich gesehen haben, dass die Amerikaner sich einen extremen Vorsprung im Bereich Technologie aufgebaut haben. Ja. Und das machen sie wieder in Sachen KI. Ja. Also ganz natürlich Riesenentwicklung, viele sprechen ja davon, das ist eigentlich der nächste Quantensprung, die nächste. Wir haben es ja erlebt, allein der Sprung vom Internet ins mobile Internet, was das ausgelöst hat, auch für Möglichkeiten. Und jetzt komme ich nochmal zu dir, Martin, weil wir haben natürlich eine Nvidia, das ist ja der Protagonist der KI, das ist eine sensationelle Entwicklung der letzten Jahre oder in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, gewesen, unglaubliche Sprünge. Und wir sehen es im Chart, aber auch hier, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ja, die Bewertungen sind eben hoch. Und wenn da mal irgendjemand anfängt, den Stecker zu ziehen, da kommt auch mal eben eine Welle nach unten. Richtig. Also Nvidia ist für mich eine der absoluten Top-Aktien in dem Bereich nach wie vor. Also wenn man da auch die Bewertung anschaut, die Gewinne, man hat es ja zuletzt erlebt, die Gewinne fließen und fließen und fließen. Und sie haben eigentlich noch nie enttäuscht. So. Und jetzt fallen sie trotzdem. Ich kann mich noch erinnern, ich war zuletzt, ich weiß nicht mehr, da habe ich 2 Experten, der eine hat gesagt, die geht 100%ig auf 1000 und der andere Experte hat gesagt, die fallen jetzt ab Richtung 500. 2 Experten, 2 komplett konträre Meinungen und bei der Nvidia war es jetzt so, da haben viele natürlich auch gehofft, ja? Viele waren noch nicht drin, viele waren dann genau in der Situation, jetzt muss ich sie auch haben, der Nachbar hat 100% verdient, der Schwager 50%, nur ich Depp bin wieder nicht dabei. Und bei der Nvidia war es so, die hat sich natürlich jetzt etwas, ich sage nicht totgelaufen, das ist der falsche Begriff. Die hat sich jetzt auf ein Niveau bewegt, Richtung 800, 900. Kann man jetzt überstreiten, ob es fundamental bewertet, gerechtfertigt ist oder nicht. Und sie gibt jetzt ein bisschen ab.
Also sie gibt ab und sie ist anders. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Nvidia, ich habe mir ja die ganzen Charts und die ganzen Indizes und viele Aktien hier in dem Vorfeld ja auch angeschaut, die wir heute besprochen oder die wir angesprochen haben. Nvidia ist eine der wenigen Aktien, die im Moment indikatorentechnisch neutral unterwegs ist. Nicht neutral bis negativ, sondern neutral. Also die ist auf einem Niveau, wir hatten jetzt letzten Kurs von 850, wo jeder sagt, das ist ja immer noch himmelhoch jauchzt. Und die hat ja jetzt so viel Fallpotenzial. Sie wird erst fallen, wenn sie gewisse Unterstützungen bei 770 bis 710 wirklich wieder unterschreitet. Und selbst dann ist sie noch in einem langfristigen, übergeordneten Aufwärtstrend. Also das, die Vogelperspektive ist aus dem Chartbild her immer noch sehr, sehr freundlich. Aber auch die Froschperspektive ist im Moment seitwärts. Also das ist eine Aktie, wo man sagt, hey, wenn die jetzt hier im Bereich 770, 800 in dem Bereich sich konsolidieren zeigt und die Märkte vielleicht in ein, zwei, drei Tagen oder Wochen wieder freundlicher sind, kann man wieder zugreifen. Bevor wir jetzt zu Alternativen zum Aktienmarkt kommen, die da vor uns stehen, ja, wollen wir gleich auch noch drüber sprechen. Noch eine Prognose. Wir haben ja die Sendung ein bisschen auch provokant, kommt der Crash. Ja. Ich meine, der Crash, wenn er kommt, den hat noch nie irgendjemand vorhergesehen. Ja, der kommt, wenn er kommt. Rechnet ihr kurzfristig in dem Jahr mit, wir haben Präsidentschaftswahlen, wir haben diese Geldsysteme so, wie sie sind. Rechnest du in diesem Jahr damit? Wo siehst du die Märkte am Jahresende höher als jetzt? Also die allgemeine Argumentation ist ja immer, bisher waren 13 von 15 Wahljahre positiv. Ne? Aber zwei waren negativ. Und in diesen zwei Jahren waren wir dann zu 100% im Crash. Also wir wissen es nicht und ich weiß es sowieso nicht. Ich würde mich nie anmaßen, zu sagen, er kommt jetzt. Wenn natürlich, wir haben vorhin DAX angesprochen, wir haben beim S&P gewisse Marken, die natürlich halten sollten, sonst kommen wir wirklich in so eine Abschlitterung. Aber ich muss mir ganz ehrlich sagen, wir haben nach wie vor Ukraine, wir haben Israel, wir haben Hamas, wir haben Iran. Eigentlich hätte das schon vor ein paar Tagen passieren müssen, weil wenn plötzlich der Iran droht, er greift damit ein, es dann auch tut, Israel dagegen steuert mit der Aussage, zitiert, es wird ein, ich weiß gar nicht mehr, ein Gegenschlag einen enormen Ausmaßes. Die Gefahren sind natürlich da, aber die haben wir immer. Die haben wir, wie gesagt, die haben wir jetzt seit spätestens 7. Oktober letzten Jahres mit dem Einmarsch oder mit dem Überfall. Ich hoffe nicht, dass er kommt. Ich möchte es nicht prognostizieren, dass er gar nicht kommt. Aber die Märkte, sage ich mal, werden in ein ruhigeres Fahrwasser zumindest die nächsten Monate kommen. Also Dirk, zumindest ein bisschen Cash macht Sinn. Ja? Absolut. Also wir sind derzeit, also aber jetzt kurzfristig in der hohen Absicherungsquote. Warum? Weil wir jetzt ganz kurzfristig für die nächsten 4 Wochen haben wir deutlich Druck auf den Kessel. Wir haben einerseits haben wir rein aus den Flows heraus, wir sehen, dass die CTAs, also die Commodity Traders, also die mit Optionen und Futures handeln, dass die nach ihren jetzigen Positionierungen in den nächsten 4 Wochen unter massivem Verkaufsdruck stehen. Das heißt, es kann auch, wenn es weiter nach unten geht, sich sogar massiv steigern. Und egal, was der Markt macht, selbst wenn er steigt, die müssen jetzt aufgrund ihrer Strukturen, müssen die jetzt verkaufen. Die Frage ist nur, verkaufen sie 7 Milliarden oder verkaufen sie 300 Milliarden? Irgendwo dazwischen liegt das. Und da ist ein enormer Abgabedruck. Gleichzeitig sehen wir, dass die Unternehmen selbst in der Black Period sind, also aufgrund der Quartalsergebnis, Berichtssaison, keine eigenen Aktien kaufen dürfen. Also hier fällt ein ganz großer Käufer momentan aus dem Markt heraus. Parallel sehen wir die geostrategischen Risiken und wir sehen, dass die Investoren, die klassischen Fondsinvestoren massiv investiert sind. Auch wenn der Greed and Fear Index jetzt mal kurz zurückgeschnappt ist, das hat nicht viel zu sagen. Die sind nach wie vor extrem hoch investiert. Das heißt, im Moment fehlen die neuen Käufer. Gleichzeitig bekommen wir einen Abgabedruck und dazu noch ein Umfeld, das durchaus Angst erzeugt. Also das ist eine Rahmenkonstellation, wo es mir sehr schwer fällt zu sagen, der steigt jetzt deutlich, der Markt. Wenn er es tut, überrascht er natürlich, klar. Aber ich würde jetzt sagen, für die nächsten 4 Wochen haben wir ein deutlich höheres Gefahrenpotenzial. Daraus abzuschließen, dass wir daraus einen großen Crash sehen, würde ich daraus nicht. Wenn es einen Crash gibt, dann kommt der durch ein Event, das wir momentan alle nicht auf dem Schirm haben. Und dazu ist ein ganz wichtiger Punkt. Mein Eingangsstatement war, wir sind in einem manipulierten Casino und du weißt nicht, was der große Croupier als nächstes tut. Als Beispiel 2008, wir waren damals noch an der Börse gestanden, Nick, du erinnerst dich düster, ne? 2008, Lehman-Krise. Ja, da hieß es bis in den Sommer hinein, die amerikanische Notenbank, die amerikanische Regierung wird niemals eine große amerikanische Bank pleite gehen lassen. Stimmt. Völlig Verschwörungstheorie, würden die nie tun. Ja, und plötzlich wachen wir auf und Lehman ist nicht mehr da. Warum?
Nicht, weil sie es nicht haben retten können. Die hätten es retten können. Es ging um wenige Milliarden. Weil sie es nicht wollten. Sie wollten nicht. Weil sie einen Grund hatten, würde hier den Rahmen sprengen. Es gab einen Grund, warum die Croupiers entschieden haben, jetzt lassen wir Lehman verrecken. Jetzt lassen wir den Markt absaufen. Punkt. Und dann stehen wir alle da und sagen, oh. Oder wie alle sagten, die Notenbank wird nie die Zinsen erhöhen. Und plötzlich erhöhen die Zinsen, der große Croupier. So, und wir wissen nicht. Und wenn der große Croupier, aus welchem Grund auch immer, da können wir jetzt Verschwörungstheorien wälzen, da können wir uns alle möglichen Gedanken machen. Ja, wenn die großen Croupiers sagen, so, und jetzt halten wir nicht mehr die schützenden Hände hin. Jetzt lassen wir den Markt einfach mal absaufen. Jetzt nehmen wir irgendein Event, das kommt, irgendetwas, was passiert, und ziehen unsere Hände raus oder drücken sogar noch drauf. Und es kommt zu dem großen Ausverkauf, mit dem kein Mensch rechnet, weil er würde die ja nie zulassen. Und plötzlich saufen die Märkte 50-60% ab. Für die tiefe Taschen haben, für die Croupiers, eine super Möglichkeit, da jede Menge Zeug einzusammeln. Ja, ja. Also Argumente und Gründe, warum da mancher ein Interesse dran haben kann, so etwas auch durchaus mal zuzulassen, finden wir schnell. Deshalb, du siehst, ich bin da... Das ist der Unterschied, warum ich ein bisschen anders auf die Märkte schaue als viele andere. Viele schauen nur aus den rein betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Lehrbüchern drauf. Das sind die Zinsen, das ist die Inflation, das ist der natürliche Lauf der Märkte. Und ich sage, ist ein kleiner Teil des Ganzen, aber viel entscheidender ist, was machen die Drecksäcke hinten dran in diesem manipulierten Casino. Und wenn ich kann das ganze Casino berechnen, die Luftfeuchtigkeit, die Drehgeschwindigkeit, ich kann alles berechnen. Aber wenn ich nicht im Blick habe, dass dieser Croupier, wenn es ihm nicht passt, die Kugel von rot auf schwarz setzt, dann nutzt mir meine ganze Berechnung nichts. Und ich gucke erst, was der Croupier macht, und dann gucke ich mir den Rest an. Und deshalb schaue ich ein bisschen kritischer auf diese Dinge und habe manchmal andere Sichtpunkte, wo manchmal einer sagt, Mensch, wie kommt denn da drauf? Ja, weil ich aus der geostrategischen, aus der politischen, aus der Machtüberlegung herausdenke und erst im zweiten dann aus den marktwirtschaftlichen Aspekten heraus. So, und jetzt kam ich durch verrückte Zufälle, war ich letztes Jahr im Wohnmobil in Spanien unterwegs und uns hat es nach Jerez verschlagen an die Atlantikküste. Und dort bin ich über auf einen kleinen Familienbetrieb gestoßen. Und da ist eine Freundschaft entstanden und ich bin über diesen Whisky gestoßen, den der dort abfüllt. Und ich habe gesagt, was ist das denn für ein geiles Zeug? Mhm. Es war erstmal, dachte ich, es wäre ein spanischer Whisky. Dann stellte sich aber, sagte, nee, die Geschichte ist eine ganz andere. Das ist tatsächlich, man muss ganz vorsichtig aufpassen, dass man es richtig juristisch ausdrückt, das Destillat aus Schottland, also er ist in Schottland in der Speyside destilliert, dort nach 3 Jahren im Eichenfass nach Spanien gekommen und dort in alten Sherry-Fässern, in bis zu 50 Jahre alten Fässern, die Schotten gar nicht mehr bekommen seit den 80er Jahren, im Solera-System, das ist eine ganz große Besonderheit in Jerez, für weitere mindestens 9 Jahre nochmal gereift. Also nicht einfach nur ein Finish, sondern insgesamt 12 Jahre, davon 9 in alten Sherry-Fässern in Jerez. Und das Besondere für den Sherry-Fan ist, du hast hier alles zusammen, was einen perfekten Sherry-Whisky ausmacht. Du hast einerseits den extrem guten Grundstoff aus der Speyside, aus Schottland, wie ihn nur die Schotten machen können. Du hast die Fässer, die alten Sherry-Fässer, wie sie nur die Spanier haben und produzieren können. Die Lagerung im Solera-System und dann auch noch das Klima von Andalusien. Und durch diese Wärme und durch diese Luftfeuchtigkeit reift der Whisky in Andalusien etwa 1,5 Mal schneller als in Schottland. Das heißt, du hast am Ende einen perfekten Sherry-Whisky. Und das hat mich sowas von begeistert. Und ich habe ihn dann gefragt, sag mal, Diego, wo vertreibst du das denn? Das war so, ja, lokal, ne? Hier auf dem Campingplatz oder hier bei sich im Laden. Sag ich, du hast ja nicht mal ein Türschild. Ich finde keinen Mensch. Nur auch Leute finden mich. Das ist der wahre gute Stoff. Da habe ich gesagt, Diego, das Zeug, das ist eine Sensation. Das ist von der Machart her, von der Qualität. Das ist der Wahnsinn. Das ist was für den europäischen Markt, für Deutschland, Frankreich. Warum machst du das nicht? Dann sagte Dirk, ich spreche nur Spanisch, ich kenne da auch niemanden. Wie soll ich das machen? Da war meine Idee, sagt du, pass auf. Ich kenne ein paar Leute in Deutschland, bin ganz gut vernetzt. Ich mache dir ein paar Türen auf. Und dann sagt er, nach einiger Zeit Freundschaft, die entstanden war, sagt er, sag mal dir, was hältst du von der Idee? Ich fühle das für dich ab. Du machst eine eigene Firma, eine eigene Marke und vertreibst das für mich in Europa und in Deutschland und Umfeld. Ich habe herzhaft gelacht, also, du spinnst doch. Was habe ich damit zu tun? Ich komme aus einem völlig anderen Bereich. Ich habe ganz andere Dinge zu tun. Was soll ich denn damit? Ich sage, aber pass auf, ich mache ein paar Gedanken. Ich nehme das mal mit. Und bin nach Deutschland geflogen, habe einen der größten Whisky-Experten, der bei mir in der Nähe wohnt, mit dem ich befreundet bin, gefragt und habe gesagt, Heinz, kannst du dir das mal anschauen, bitte? Spinne ich oder ist das wirklich so gut? Und der hat eine halbe Stunde probiert und sagt, das ist eine Granate, das ist der Wahnsinn, da machst du keinen Fehler. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf. Da habe ich 2 Freunde mitgenommen, einen Prokuristen und einen, der soll Spanisch spricht, sind wieder zu Diego geflogen, haben in 2 Tagen alles besprochen. Dann haben wir das Ding gestartet und jetzt sind wir seit
Vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt und jetzt sind wir am Start mit einem 45-prozentigen Cherichon. Cherichon, Cherich ist der alte spanische Name für die Stadt Jerez, der mittelalterliche Name. Und Or ist das gälische Wort für Gold, also das schottische Gold von Jerez. Und wir können ja gerne mal eine Runde probieren. Schenk uns doch mal eine Runde Einblick. Und während du reinschenkst. Hello, this is Michael Brown. I'm a brand ambassador for Tamdu. I think I know a little bit about sherry casks. Right now I'm just trying the Cherichon, which is 12 years old. So my understanding is it's 3 years in a bourbon cask and then it's moved into real Solera systems. I absolutely love sherry. The nose on this thing is, I mean, really incredible. Yeah. If I'm being completely honest, so we're at the Whiskey Festival just now in Nuremberg. It's probably got the best nose out of everything I've smelt so far. So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Wenn du schaust, wie es ein Whisky probiert, und ich sagen, oh, ist geiler Hammer. Ja, absolut, der Hammer. Hi, sehr geiler Geschmack auf der Zunge. Wirklich eine Explosion, müsst ihr probiert haben, definitiv. Ausgewogener Sherry, tolle Nase, im Mund wieder überraschend, andere Facetten. Tolles Teil, ein tolles Mundgefühl, cremig, trockener Abgang, fruchtig. Ich bin begeistert. Daumen hoch und weiterziehen. Also liebe Leute, ich hatte gerade eine Fassstärke. Ein Honigkuchen, Weihnachtsgebäck, wie auch immer. Geil, nur geil. Also ich habe den 45% probiert. Fantastisch. Ja. Ein mega guter Whisky mit einer mega geilen Geschichte. So Leute, 3 Tage Whisky Spring. Die Schwätzigen sind fast durch. Und wir sind völlig überrannt worden. Und wir hatten hier einfach geplant 6 Flaschen. 24 Flaschen waren am Freitagabend weg und jetzt sind 72 Flaschen ausverkauft. Wir haben nichts mehr, tut mir leid. Gibt nichts mehr, nur noch die letzten Probeflaschen zum Aushängen. Eine geile Messe, vielen, vielen Dank und wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Also, und ich muss ja eines sagen, ich bin ja ein großer Freund von solchen Parallelinvestments, weil wenn wirklich mal der große Bang kommt und es tut einen wahnsinnigen Schlag, ja, und es ist wirklich, alles geht den Bach runter und ich bin hier investiert. Erstens habe ich was Werthaltiges und zweitens habe ich auch was zum Betäuben. Hör mal, also 45% und jederzeit liquide, an welcher Aktie hast du das? Aber, absolut, ne? kann ich letztendlich nur bestätigen. Also wir werden jetzt mal gleich die Nase reinhalten. Und werden dann während einer kleinen musikalischen Pause, der eine oder andere muss vielleicht von euch auch mal ein bisschen sich ein Whisky aus dem Schrank holen, melden wir uns gleich wieder, dann schalten wir auch noch mal zu Nicole und die hat bestimmt auch noch ein paar Fragen von euch, die wir hier richten. Und wie sollte es eigentlich besser passen, wenn wir über den Crash reden und die Chinchillas, sie haben ein schönes Lied hier parat, was eben dazu passt. Don't Dream It's Over. Ja, von Crowded House. Uralter Titel, geil, super. Crowded House. Also, leg los.